Hallo, gute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das Jahr 2014 ist bald vorbei und 2014 steht vor der Tür. Ich muss ein paar Sachen sagen, die mir ein bisschen auf den Keks gegangen sind und ein paar Neuigkeiten und ein paar Infos loswerden. Ich habe einen schönen Zettel, da habe ich mir aufgeschrieben. Und wie soll ich denn anfangen? Ich fange ein bisschen an. COD. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft weiter COD spielen werde, weil mir die Hacker richtig auf den Piss gehen. Entweder gibt es Aimbots oder sie können durch Wände gucken oder sonst irgendwas. Das geht mir dermaßen auf den Sack und das ärgert mich tierisch. Manchmal hast du wirklich Runden, da hast du ordentliche Spieler dabei. Da weißt du auch, dass die normal zielen, aber manchmal siehst du das, da können dich gerade auf die Tastatur kotzen. Und da weiß ich nicht, ob ich in Zukunft mich einfach mit diesen Vollspastis abgeben möchte. Warum Activision es nicht hinbekommt, beziehungsweise der Programmierer von dem COD-Geschichten, diese Spackos endlich mal loszuwerden. Wir müssen nur mal ins Internet gucken und weiß doch ganz genau, was es für Möglichkeiten gibt dafür. Kostet 10 oder 20 Euro maximal, dann kann man so eine scheiß Spawnhack-Rotze kaufen. Oder für 10 Euro kriegt man sogar schon ein Aimbot. Toll. Aber wenn die Programmierer das wissen, warum machen die nichts dagegen? Da muss ich nämlich 60 Euro bezahlen für die Scheiße und dann muss ich mich mit so Spackos da runter, die so kleinen Pimmel haben. Entschuldigung. Macht Pieps raus oder wie auch immer, so eine Scheißkarte. Also darüber ist zur DOD. Kann sein, dass nichts mehr kommt, ich weiß es nicht. Aber im Moment stinkt mich das tierisch an und es geht mir richtig auf den Sack. Jo. Das war ein Punkt. Anderer Punkt habe ich. In dem Zuge von COD und den Geschichten, eventuell, ich werde vielleicht ein anderes Spiel und spiele Insurrection oder so, weiß ich noch nicht genau, da kommt dann nochmal was, keine Ahnung, das scheint mir nicht so mit Hackern voll zu sein, ist auch nicht so berühmt und so bekannt, wir werden mal sehen. In dem Zusammenhang, upsala, würde ich sagen, es werden wieder mehr Simulationen kommen. Das heißt, es werden wieder mehr Simulationen kommen. Ich weiß nicht, ob ich den Kanal einfach umbaue dahingehend, dass ich nur noch Minecraft, auf alle Fälle kommt wieder Minecraft. Das werde ich wieder tun. Solo Let's Play werde ich weiterspielen. Ist nur im Moment von der Zeit her schwierig, aber kein Problem. Und ob ich dann nicht mehr in die Simulationsecke gehe, weil so mit Reaktion und COD und Hackern und das macht mir echt keinen Spaß mehr, wie gesagt, und vielleicht macht man so mehr Simulation, ich weiß es noch nicht genau. Was auf alle Fälle nicht wegfällt, das wird in Zukunft Horrorspiele sein, weil ich erschrecke mich einfach unheimlich super gerne und ich mache mir fast immer in die Hose, aber es macht einfach tierisch Spaß. Also da braucht ihr keine Angst zu haben. Da wird Horrorspiele technisch noch ein bisschen was kommen. Ich habe so ein, zwei Sachen schon besorgt und runtergeladen und steht in den Startlöchern. Kann aber noch ein bisschen dauern, weil ich noch nicht so genau. Mal gucken. So, was mir auch noch tierisch auf den Keks geht, ich muss immer was Gutes sagen, was Schlechtes. Kanalkommentare. Alles schön und gut. Ich bin froh, wenn Leute unter meinen Videos Kanalkommentare schreiben. Es ist super, dass einer da mitmacht. Ich finde es auch klasse, ich probiere auch so weit wie möglich das zu tun, wenn ich nicht gerade Commander Krieger gucke und da 2550 Kommentare sind, da brauche ich meinen Senf nicht auch noch dazu gehen, liest das sowieso keinen, mal ehrlich, 2500 Kommentare, wir sollen die lesen. Der Commander Krieger kann nicht alle lesen, tut mir leid. Gut, aber Kommentare, alles schön und gut, nur wenn ich immer Kommentare sehe, da stehen dann, ja, deine Videos sind so super und klasse und dann lass ich ein Abo da und kannst du gleich mal auf meinen Kanal kommen und auch abonnieren. Nee, kann ich nicht. Hört mir der Scheiße auf, in Zukunft, ab 01.01.2015, wenn ich so einen Kommentar sehe, banne ich die Leute, habe ich echt die Schnauze voll, ich gucke auch ihren scheiß Kanal nicht an, tut mir leid. Wenn sie mich mal ansprechen, Skype oder was, oder wie auch immer, und freundlich fragen, hier, so, hör schon mal zu, da ist alles super, kannst du gleich mal gucken, dann gucke ich mir das an und sage, gib auch Feedback. Nur auf die Marge, ich gebe ein Abo, wenn du mir auch ein Abo gibst, können nämlich mal am Arsch lecken, mach ich nicht mehr ab 01.01.2015, bann ich alle Kommentare, ich schmeiße gleich raus, fertig raus, Mickey Maus, Schnauze voll. Finde ich okay, finde ich nicht okay, so, bisschen verpeilt. Ich hoffe, ihr habt wieder meinen Kaffee. Gute, Prost. So, jetzt habe ich schon 4 Minuten gelabert und ich habe noch nicht mal die Hälfte und ein Vlog soll ja nicht so lang sein, aber es ist mir scheißegal, wie lange er sein soll, ich mache so lange, wie ich Bock habe dazu, okay? Gut. Was ich noch bräuchte, was mir sehr am Herzen liegen würde,
wäre jemanden, der mir ein Intro macht, aber ohne dieses Dubstep-Gedönse, weil das, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Es tut mir leid. Ich habe zwar auch in meinen Let's Plays auch mal Dubstep hinten dran, aber eher gemäßigt. Aber diese Kanalbanner, die dann einem Dubstep-mäßig ins Gesicht springen, da kriege ich echt, da kriege ich die Scheißerei davon. Es tut mir leid. Ich möchte einen gescheiten Intro haben. So einer, der zu mir passt. Und derjenige, der vielleicht mal ein, zwei Videos von mir gesehen hat, der weiß, was das zu mir passt. Ich selber kann es nicht, da bin ich der Doof dazu. Tut mir leid, ich kann halt nur dumm Zeug babbeln. Und ich bräuchte jemanden, der mir vielleicht ein Intro macht und einen Kanalbanner passend dazu. Die Kanalbanner, simulationstechnisch halt so irgendwie angehaucht. Das ist ja alles okay. Kann auch gar nichts mit Spielen irgendwie zu tun haben. Es soll nur schick aussehen und nicht 0815 Ding. Und das Intro wäre cool, weil ich habe ja jetzt auch mehrere Intros schon gehabt und die habe ich mir aber alle an Vorlagen so zurecht gebastelt und ja, ich hätte gerne was Eigenes, was Cooles, das wäre halt schön. Also falls sich jemand findet, sprich mich an, Skype, Zockerpapa, über den Kanal oder über YouTube oder Google oder es ist mir ja gerade wurscht. Nur nicht über Facebook, weil da gucke ich nie nach. Weil ich habe zwar Facebook-Account noch, aber wahrscheinlich werde ich den auch stilllegen, weil ich mache sowieso nichts auf Facebook. Um nur da die Videos zu posten, brauche ich kein Facebook. Also tut mir leid. Ist auch Quatsch. Dann als nächstes einen Punkt habe ich noch. Ich werde einen Upload-Plan machen. Weil ich habe jetzt wieder vor, feste Uploads zu machen. Aber geplante Uploads zu machen. Nicht mehr. Im Moment bin ich ja gerade so einen Tag, da kommt das. Und gerade so, wie ich Bock und Lust habe. Aber das ist vielleicht nicht so toll. Also ich habe jetzt mal auch mal ein paar Kanäle angeguckt. Wenn man am festen Tag weiß, dass das kommt, dann ist das eigentlich cool und kann sich besser darauf einrichten. Und dann werde ich einen Upload-Plan erstellen, der über Google Docs verlinkt ist mit dem Kanal. Ganz einfach. Da werde ich alle Projekte reinschreiben, auch die, die ich schon vielleicht gemacht habe, dass man mal sieht, die ist die erste schon gemacht, die laufen gerade, die sind unterbrochen und die sind vielleicht eingestellt oder so. Nicht, dass dann vielleicht einer kommt und sagt, kannst du mal das Teil Let's Play machen, das wäre mal toll. Und dabei habe ich das Ding schon gehabt und das war total scheiße. Kann ja sein, das ist ja, um das zu vermeiden, mache ich einen Upload-Plan. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Habe ich jetzt bei anderen Kanälen auch gesehen. Ich gucke mir auch andere Kanäle an, so ist ja nett. Und ich denke, dass das vielleicht eine gute Sache ist. Dann möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Weihnachten gehabt und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Und alle meinen Kumpels, also The Mega The Gaming, The Multisash, Apianara, HD Gamer, die ganzen, die mich soweit unterstützen, mit denen man jetzt noch Kontakt hat. Wer fällt mir noch ein? Jason fällt mir ein. Master Merchant fällt mir noch ein. Leider hatten wir keinen Kontakt mehr, aber gut, mein Gott. Wer nicht will, der hat schon, ist mir scheißegal. Irgendwann langst dann auch mal, dann habe ich dann auch keinen Bock mehr, ganz einfach. Gut, also die, da bedanke ich mich für und ich wünsche euch auch noch alles Gute für eure Kanäle für nächstes Jahr und wir machen mir wieder das damals ganz klar, mega die Game mach ich ja sowieso was, ist klar. Mit dem bin ich ja die ganze Zeit sogar. Ach, Fidicato von Fidicatos Welt habe ich ja vergessen. Wenn du mal wieder Bock hast, dann schreib mich an, zocken wir was zusammen. Oder mir labern nur, ist ja egal. Wir sind ja schon ein etwas älteres Semester, kann man auch noch nur mal babble und das passt ja schon. Ansonsten wünsche ich euch auch meinen ganzen Abonnenten, die mich abonniert haben. Ich danke euch dafür, für die Unterstützung, für die Kommentare, die ihr schreibt. Und wenn ihr keine Kommentare schreibt, auch nicht schlimm, wenn ihr nicht guckt. Super. Wenn euch was nicht passt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein und dann kriegen wir es schon geregelt. Also ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten bin ich raus. Macht's gut, euer Zockerpapa. Tschüss.